So, ich hoffe, wir landen nicht in irgendeinem Quicktime-Event. Letztes Mal waren wir stecken geblieben, als wir versucht haben mit Frau Monroe. Wie hieß sie? Nee, ne? Hier wieder? Beweise suchen? Okay. Da hat er das jetzt mal. Ach, fuck sake. Dreh um. Die Gartenschere müsste... Hier ist sie. Woher wusste ich das? Für eine vergessene Erinnerung ist das verdammt präzise. Warte, ich drauf. Eiskies. Der Riss ist genau da. Edward war wütend. Offenbar waren er und Urgroßmutter Rose nicht immer einer Meinung. Ja, also ich nehme jetzt öfter mal die Tastatur und Maus zur Hilfe, nehme ich an. Wo war denn der dritte Hinweis? Gab's, glaube ich, keinen, oder? Vertrauen Sie Ihrem Instinkt, Junge! David, geht es Ihnen gut? Das war beim ersten Mal cool. Ob es mir gut geht? Ja. Ich habe das Gefühl der Wahnsinn, denn... Ich... Das habe ich nicht geguckt. Sie... Siehst du, das passiert... Ich glaube, Ed... Welches Geheim... Ich versuche jetzt nur noch dahin zu kommen, wo ich eben war, dass ich aufgehört habe. So. Ich traue mich jetzt nicht mit dir zu sprechen, weil das in das Spiel vielleicht wieder hängen würde. Weiß ich auch nicht. Wo waren wir denn stehen geblieben? Und versuchen wir immer noch in den Keller zu kommen. Wir könnten nochmal zu Cecilias Grab gehen. Und ob sich da was getan hat. Beziehungsweise wir waren ja noch nicht bei Nacht, ne? Vielleicht hat sie die Kellerschlüsse. Oh, da ist nichts mehr. Wünsche, hier gibt es sowas wie Quicksave. Ah, wieder so ein Foto-Ding, was sonst nichts bringt. Licht ist, das sieht natürlich toll aus, ne? Nochmals danke, dass Sie mir da drin zu Hilfe geeilt sind. Ich bin froh, dass ich Sie rechtzeitig gefunden habe. Gott sei Dank hatte Mr. Harrison eine Vermutung, wo Sie sein könnten. Pass auf, ich speichere mal eben und dann reden wir mit ihr. Geht ja schnell mit dem Speichern. Wir müssen die Leiche des Hausmädchens im Keller untersuchen. Um ihren Mörder zu finden? Um sicherzustellen, dass es Mord war, bevor wir jemanden beschuldigen. Okay, gut. Scheint wieder zu funktionieren. Also Kapelle ist wahrscheinlich abgefrühstückt, hoffe ich mal. Für im Moment. Für jetzt. Dann ging es runter zum Stil. Hat die mich jetzt überholt oder was? Soll ich vorm Haus mit ihr sprechen? Sagt sie noch was anderes? Ich gehe nochmal zum See. Und die freakt mich aus. Das ist zwar kein Deutsch, aber so. Guck mal. Wie heißt sie nochmal? M irgendwas. Familiengeschichte heimsuche. Neue
Seite. Ach nee, nur noch Dr. Faber. So heißt sie. Noch sowas Useliges, sonst nichts bringt. Das hat ja alles mit Cecilias Tod zu tun. Ja. Hier ist das gleich wieder ein Übergang, da müssen wir vorsichtig sein. Da waren eben zwei Interaktionen. Wir müssen die Leiche um ihren um sich. Ja, so. Aber so wie es aussieht, kommen wir von außen nicht in den Keller. Aber du ist auch nichts. Ist wahrscheinlich später unser Fluchtwagen. Deswegen lassen wir auch das Licht an, damit das später die Batterie ausgelutscht ist und der Motor nicht mehr anspringt. So. Vielleicht geht die Tür jetzt auf. Nachdem wir jetzt hier. Oh, wo sind wir denn jetzt? Wir müssen die Leiche des um ihren um sicher. Ja, weiß ich. Vielleicht hat die Ailsa? Das könnte natürlich ein schottischer Name sein. So, hier ist immer noch Frühstück gedeckt für mich. Wie es scheint. So ein Übergang. Margaret, ist nicht hier. Irgendwelche Ohrringe? Nein. Na ja, gut, jetzt können wir eigentlich nur alles nochmal wieder ablaufen. Ob es irgendwas Neues gibt in dem Haus. So, jedenfalls stimmig. Dunkel. Wollen wir eigentlich hier rechts weiter? Ach, das war voll. Ach ne, die Tür war zu, genau. Zu gerammelt. Wir waren von hinten links aus dem Esszimmer gekommen, gehen jetzt in die Mitte. Links ist die Küche, da kommen wir nicht rein. Angus oder Mr. McKinnon hat den Schlüssel. Was hier nochmal? Ich glaube, es auch wieder zu diesem Raum zum Esszimmer geht. Hier ist nochmal so eine Wohnstube. Wenn Sie bitte hier warten würden, Sir. Ich muss mit Eddie sprechen. Der junge Herr und Ihre Ladyschaft möchten nicht gestört werden. What?
Wie war das Angus Stark, ne? Da hat er irgendwas angehoben gehabt, ganz zu Anfang. Hallo. Na schön. An seiner Loyalität besteht kein Zweifel. Oder daran, wem sie gilt. Lady Margaret. Mr. McKinnon? Angus. Dürfte ich den Schlüssel zum Keller haben? Dürfen Sie nicht, Sir. Wie Mr. Harrison sagte, bleibt er verschlossen, bis die Polizei eintrifft. Sie haben recht. Ich bin nur besorgt, dass einige der Tiere dort unten vielleicht illegal erlegt wurden. Dass Eddie gewildert hat. Nun ja. Ich könnte die Beweise beseitigen. Peinlichkeit für die Familie, definitiv. Wenn Eddie beim Wildern auf fremden Ländereien erwischt würde, könnte das peinlich für die Familie werden. Sie gehören doch kaum zu dieser Familie, aber Sie haben recht. Ja, und ich glaube nicht, dass Lady Margaret eine solche Peinlichkeit gutheißen würde. Die Beweise zu beseitigen, wäre vielleicht wirklich die beste Lösung. Hier bitte, Sir. Na, mein etwas. Müssen wir nochmal sprechen? Nein. Wir kommen in den Keller. Jetzt wissen wir zumindest, wo die sind. So. Teil zum Schloss und ja, müssen wir hier mal. Jetzt muss man ganz kurz meinen Schlüssel untersuchen. Irgendwo hatten wir einen Teil für den Schlüssel noch gefunden. Für unseren Generalschlüssel, oder? Nee, doch nicht. Nur noch nur zwei Teile. Okay. Finden wir sicher bald. Und mit dem dritten Teil können wir dann nämlich das Schloss aufsperren. Oh, das Modellschloss. Das müssen wir noch am Hinterkopf. Was? Hier wollt ihr ja nicht hin. Das war schon stockenduster, ja. Wackeln im Sturm. Gut, dass ich die Karte gefunden habe. Sonst hätte er den Kellerschlüssel nie rausgerückt. So, dann gucken wir uns mal oben. Ihr wurde das Genick gebrochen. Und mit beachtlicher Kraft, wie es scheint. Ihre Halskette scheint aus Gold, wenn auch recht schlicht zu sein. Und es ist keinerlei Anhänger daran. Trotzdem viel zu teuer für ein Hausmädchen. Es. Was? Oh, jetzt muss ich wieder klicken. Woher kommt dieser plötzliche Luftzug? Shit. Mr. Gordon?
Bitte reden Sie mit mir. Dein Bock ist hier, mein Rehlein. Rehlein? Nicht gerade die typische Anrede für das Personal. Ach, Mann. Ich wusste ja nicht, dass ich was klicken muss. Oh, ist das ätzend. Entschuldigung, es ist echt. Oh, das riecht mir auf. Das ist nicht relaxed, das ist nicht entspannt, das Spiel. Die würde nicht einfach sagen, klick den gelben Button oder so. Nee, da musst du da irgendwie dich dahin drehen und versuchen. So wie hier jetzt. Wie soll ich den Button aktiv kriegen? Hier neben. Was soll das? Macht das Sinn? Dass wenn man hier bei, durch Zufall irgendwie am Rand vorbeiglitscht, dann sieht man das. Jetzt kriegt die Kamera da nicht mehr hin. Verstehe den ganzen Tag nicht. Ach ja, Fototeile, die uns nichts bringen. Ich glaube, ich werde das Spiel anhalten und mach das beim nächsten Patch oder so nochmal weiter. Jetzt im Moment ist das ein bisschen frustrierend, so mit diesem, mit dem nicht möglich, die Quicktime-Events zu machen. Ich versuche das jetzt auch mal mit Tastatur. So mit WAS. Aber auch hier habe ich das Problem, genau das gleiche. Ich muss jetzt hier irgendwie so hinlaufen, dass das Ding aktiv wird. Siehst du das? Und genauso ist das aber dann als Quicktime-Event. Als wenn das Spaß macht. Ihr wurde das Genick gebrochen. Und mit beachtlicher Kraft, wie es scheint. Ihre Halskette scheint aus Gold, wenn auch recht schlicht zu sein. Und es ist keinerlei Anhänger daran. Trotzdem viel zu teuer für ein Hausmädchen. Es... Jetzt muss ich hier hin. Woher kommt dieser plötzliche Luftzug? Was ist hier, mein Rehlein? Rehlein? Nicht gerade die typische Anrede für das Personal. Ihre Kleidung. Da hat die Naht aufgerissen. Jetzt muss ich da schnell rüber. Jetzt habe ich es nicht gekriegt, jetzt muss ich weglaufen. Mr. Gordon, bitte reden Sie mit mir. Jetzt ich wieder weglaufen. Ja, ich komme mit den Dingern mit der Steuerung nicht. Ich mache das irgendwann mal weiter, wenn wir noch einen Patch abwarten. Ciao.